Sehr wohl, hohes Gericht. Müssen wir was präsentieren? Was können wir denn präsentieren? Was haben wir überhaupt? Ja, das wollte ich nämlich mal gerade. Moment. Ich guck mal unter Präsentieren. So, und zwar, wir haben einmal das lieber. Nee, die Zusammenfassung. Wir haben eine mehlbedeckte Robe. Eine mehlbedeckte. Eine panierte Robe. Da haben wir es doch schon. Ah, nee, Quatsch. Mein Mehl klebt da drauf. Ja, gut, das ist ja erstmal. So. Apparatur, Mechanismus mit Loch im Glockenturm. Glockenturmskizze. Und den Wachenbericht. Und meine Axt! Wieso ist eigentlich Mehl an der Robe? Also da ist Tatort, da unten ist Eingang. Aber hier ist jetzt auch nichts Besonderes, oder? Kletterte ihn rauf. Aber hier gibt's eine Treppe. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Widerspruch ist. Was ist mit der Robe hier? Wieso ist die eigentlich voller Mehl? Becky. Aber wieso ist sie dann vom Regen durchnässt? Und ach so, die war vorher nass und dann kam das Mehl. Ja, ja, genau. Okay, so. Das macht schon Sinn, leider. Mord am Schöpfer durch einen beschworenen Feuerdrachen, bla bla bla. Ja, aber sie sagt, sie ist hochgeklettert, als der Regen nachließ. Ah, also ist die... Vielleicht doch die Robe präsentieren? Ja, aber wo war sie denn? Also sie war im Wald, bis der Regen nachließ. Ach so, da wird sie aber auch nass. Könnte. So, haben wir was im Lieber Magai? Inferno? Der große Feuerdrache, gucken wir mal. Ruft einen großen Feuerdrachen herbei, der dem Zauberer gehorcht, für das berüchtigte große Feuer verantwortlich. Okay. Goldor ist da. Umbra ist da. Goldor, bla bla. WD aus, WD an. Inflammatio. Aber was soll denn? Sobald der Regen am Abend nachließ, kletterte ich die Holztreppe? Ja, da steht ja sogar Holztreppe. Doch die Robe. Wir haben ja eigentlich genug Hinweismünzen. Was war denn die nächste Aussage nochmal? Na, aber er sagt doch, da muss was falsch sein. Ja, okay. Aber sollen wir das noch angreifen? Einfach auf vielleicht Spaß. Vielleicht ergibt sich noch was, das uns hilft. Ihr habt den großen Drachen, bla 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 bla. Ja, das ist der richtige Spruch. Bitte verzeiht mir. Aber ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ich fürchte, etwas Schreckliches geschehe, täte ich es. In Ordnung, absolut in Ordnung. Es gibt keinen Grund, den Namen auszusprechen. Das Gericht verbietet euch, dies zu tun. Natürlich werde ich ihn nicht aussprechen. So soll sich also ernsthaft die große Hexe verhalten. Schau sie dir doch mal an, Sophie kann unmöglich eine Hexe sein. Es muss so sein, wie du sagst. Jemand muss sie verflucht haben. Etwas in dieser Aussage lässt mich nicht los. Ich frage mich nur, warum. Aber was? Nick? Ich glaube, wir mussten alles angreifen. Ist dir aufgefallen, wie komisch sich Sophie heute benimmt? Auf jeden Fall. Das tut sie. Wie eine Marionette, aber wer zieht die Fäden? Oh Mann! Also mehr als... Hätte man... Naja. Oh, das ist... Oh Mann! Wieder eine Dings zunichte gemacht. Obwohl, die große Hexe Arcana kann es trotzdem, also die Dings sein. Ja, ja? Stimmt, die Katze kann immer noch die große Hexe sein, weil sie die Fäden zieht. Ja, ich meine nur, jetzt haben sie uns ja wirklich mit der Nase drauf gestoßen. Ding. Dass es die Katze sein muss. Oh, schau mal. Oh. Nora. Nick, schau dir das an. Es ist Nora, sie will Sophie auch unterstützen. Ich glaube, die emotionale Unterstützung einer Katze wird uns keine große Hilfe sein. Welch unerwartetes Eindringen. Aber da wir uns inmitten einer Befragung befinden, bittet das Gericht die Zeugin mit ihrer Aussage fortzufahren. Und die Katze hier zu lassen. Sehr wohl, hohes Gericht. Können wir die Katze angreifen? Ah.
Jetzt ist es interessant, weil die Katze ist da tatsächlich gerade. Kann man... Regen nachließ. Da. Dann beschwor ich den... Okay, aber das geht irgendwie nicht so. Schnell Widersprüche finden, darf nicht zu Ende gehen, bla bla bla. Ja, was machen wir jetzt? Die große Exarkana hat also immer eine schwarze Katze an ihrer Seite, Ah, was Neues. Aber weißt du, wenn Arcana immer von einer Katze begleitet wird, dann müsste sie ja auch während des Vorfalls dabei gewesen sein, oder? Jetzt, wo Maya es sagt, ich glaube, dass ich damals tatsächlich eine schwarze Katze auf dem Glockenturm gesehen habe. Wie denn? War doch dunkel. Vielleicht steckt da ja wirklich etwas dahinter. Eine Hexe mit einer schwarzen Katze, ganz was Neues. Aber was nun? Ich meine, wir haben die Katze da, aber... Was wir können sie nicht angreifen. Ja. Ich kann ja mal ins Menü gehen. Hilft können nicht. Können wir die Katze präsentieren? Nee. Profile? Katze? Nora ist ein... War zur Tatzeit bei ihr. Aber wo? Wo präsentieren wir Nora? Gute Frage. Und da wartete die Parade. Da? Nee. Da? Keine Ahnung. Das ist echt fies, ich brauche einen Tipp. Ja. Das ist, weil das ist jetzt echt... Warte mal, und... Ah, hier was präsentieren. Warum da? Warum da? Weil Katzen wasserscheu sind? Meinst du, dass das was bringt? Da nee. Jetzt Nora zu präsentieren? Also, weil ich meine... Aber ich denke eher, um zu fragen, ob... Moment, wir sollen was davon? Bla bla bla. Die Holztreppe hinauf und der Wachenbericht. Aufzeichnung der Wache. Der Glockenturm wurde stets bewacht und es gab keine Eindringlinge. Das muss es sein. Oh Mann. Aber was hat das dann mit der Katze zu tun? Erstmal nix, vermutlich. Ja. Na gut, dann machen wir es einfach mal so. Die Wachen bewachten, weil Wachen bewachen ja Sachen. Wachen bewachen Sachen. Den Glockenturm den ganzen Tag. Ist dies der Wachbericht? Oder Wachenbericht? In der Tat. Weil es dazu beiträgt, diesen Fall zu lösen. Und ihm zufolge haben die Wachen stets den Eingang des Glockenturms bewacht, seitdem er auftauchte. Aber in diesem Bericht steht kein Wort darüber, dass Sophie den Turm hinaufging. Um euer Gedächtnis ist es nicht gut bestellt. Das Mädchen ist eine Hexe, und zwar die große Hexe. Es ist also absolut logisch anzunehmen, dass sie beispielsweise den Unsichtbarkeitszauber Vide auswirkte. Wer war dem nicht so, Zeugin? Ja, ich habe den Unsichtbarkeitszauber gewirkt, um den Turm zu betreten. Sogar Magie folgt in dieser Welt gewissen Regeln. Hexen müssen einen Hexenstab in ihren Händen halten, um Magie einsetzen zu können. Und ihr hattet zu jener Zeit keinen Stab. Oh. Sie ist die große Hexe. Sie kann das ohne. Plot Convenience. Wie schrecklich eure Unwissenheit sich doch anfühlen muss. Wie bitte? Glaubt ihr allen Ernstes, dass der einzige Unterschied zwischen gemeinen Hexen und der großen Hexe der Name ist? Ja, im Gegensatz zu gemeinen Hexen kann die große Hexe nicht gemein sein. Jegliche Magie ohne einen Hexenstab wirken. Oh, das war so klar. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre.
Jeder Einwohner Labyrinthias kennt diesen Fakt. Fakt, Fakt, Fakt. Ein Hexenstab kann lediglich 2 magische Kristalle beinhalten. Als hätte jemand je von einer großen Hexe gehört, die gerade einmal 2 läppische Zauber wirken kann. Psst, Maya! Ruhe! Ruhe, Maya! Auf jeden Fall sollte dies euch überzeugen, dass die Angeklagte den Turm betreten hat. Abgeänderter Bericht. Zum fast vollständig bewachten Turm. Und dies ist also eine Skizze, die die Fußabdrücke darstellt. Es regnete, bevor die Parade am Stadtplatz ankam. Sollte man zuvor durch matschige Straßen gelaufen sein, bevor man Treppen erklimmt, so wird man dort Fußabdrücke hinterlassen. Und jeder Fußabdruck kann nur einem Menschen zugeordnet werden. Wie bei Fingerabdrücken. Diese Skizze belegt, dass auf der Treppe des Glockenturms in der Tat schmutzige Fußabdrücke zu sehen waren. Und lasst mich euch eure nächste Frage sogleich beantworten. Sie entsprechen genau denen der Angeklagten. Denn sie hat Füße, die aussehen wie Schuhe. Es ist also bewiesen, dass die Angeklagte die Treppe nach dem Regenschauer erklommen hat. Roland, verschwindet hier! Wir haben einen Prozess! Ihr kommt ja später als Zeuge zum Einsatz. Das Gericht akzeptiert diese Skizze als Beweis. Ha! Wusste ich. Vor der Lage. Oh nein. Ach, Mann! Ja. Moment. Ja. Dann kann ich auch mal auf mein Handy gucken. Ach ja. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht einfach Mark außen vor lassen und so. Geht ja nicht. Und nu? Och man, jetzt muss ich hier warten oder was? Ah, dann beschäftige ich mich halt mit Soundmark. Das ist nur ein Soundfile. Ich bin eigentlich gar nicht da. Genau, das ist der Warteschleifenton von Mark. Das ist nur ein Soundfile. Ich bin eigentlich gar nicht da. Das ist nur ein Soundfile. Ich bin eigentlich gar nicht da. Das ist nur ein Soundfile. Ich bin eigentlich gar nicht da.
Oh, mein Stylus. Oh, das ist schön. Ich mag das. Fehlt nur noch Musik dazu. Ach man, Marc. Ich glaube, das ist ein super Zeitpunkt, um einfach mal zu speichern, weil Marc muss sowieso gleich los. Speichern! So, welches nehme ich denn jetzt? Ich nehme das älteste wieder. So. Ja, überschreiben. Bling, bling, bling. Okay, und damit würde ich sagen, heute mal ohne Marc ein Schluss. Und so. So. Ja, dann zugeklappt und eingesackt und alles und ja, bye bye.